Lieber Herr Dr. Klasse, lieber Karl Themer, liebe Mitglieder der Oldenburg oder Mitstreiter der Oldenburgischen Volkszeitung, unschwer erkennbar, Stoppelmarkt drückt näher. Aber ich glaube, wir haben das noch nie gehabt, dass der Stoppelmarkt eröffnet worden ist im Rahmen der Werbetouren, die wir starten, bei unserer heimischen Volkszeitung begonnen hat. Es ist für Sie der erste Stoppelmarkt. Und der erste Stoppelmarkt in dieser Funktion als Chef des Hauses hier. Und insofern möchte ich das natürlich auch nutzen, Sie hier nochmals ganz herzlich in Vechta willkommen zu heißen. Und man ist erst in Vechta richtig angekommen, wenn man auf dem Stoppelmarkt war. Lieber Herr Gietz, verehrte Damen und Herren, erstmal schönen Dank hier für die warmen Worte und die freundliche Einladung. Ich blicke ja ehrlich gesagt schon voller Ehrfurcht auf den Stoppelmarkt. Und ich bin wirklich, wirklich gespannt, wie wir das hinkriegen, in der Zeit eine Tageszeitung zu produzieren. Aber da das ja die letzten Jahre und Jahrzehnte ganz gut funktioniert hat, werden wir das sicherlich auch in diesem Jahr mit der gebotenen Professionalität hinbekommen. Und wir haben so als kleines Novum für unser Haus, ich habe gelernt, auch wenn ich noch nie auf dem Stoppelmarkt war, dass es auch einen Empfang gibt der Arbeitgeber für die Kolleginnen und Kollegen. Und wir haben gesagt, wir wollen uns dem auch anschließen und sind in diesem Jahr erstmals auch mit einem kleinen eigenen Empfang für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Start. Und insofern, ich bin voller Vorfreude. Schön, dass Sie da sind und freue mich gemeinsam mit Ihnen dann auch anzuprosten. Also, danke. Okay.